Hallo zusammen und willkommen zurück zu Dragon Age. Wir sitzen hier noch gemütlich am Lagerfeuer. Und jetzt unterhalten wir uns nochmal mit Alistair und Liliana. Was benötigt ihr? Ich möchte euch etwas fragen. Was genau kann ein Templer alles? Das, glaube ich, hatten wir noch nicht gefragt. Außer Magier jagen und töten. Aber ich weiß nicht, ob sie töten. Ich glaube, die bringen die zurück zur Kirche. Aber fragen wir doch einfach mal. Im Grunde ist es eine Kampfausbildung. Die Kirche verkündet zwar, dass die Templer nur der Verteidigung dienen, aber lasst euch nicht täuschen. Sie sind eine Armee. Eine weitere Hauptaufgabe der Templer ist die Jagd auf Magier. Dafür lernen wir, Mana zu entziehen und Zauber zu unterbrechen. Aha. Könnten auch andere diese Fähigkeiten erlernen? Ah ja, okay. Die Templer setzen also auch selber Magie ein. Habt ihr viele Magier gejagt? Dann könnten die Templer durch die Kirche leiten. Oh, das sieht die Kirche wahrscheinlich anders. Möglicherweise. Aber dazu besteht meist gar keine Gelegenheit. Die Kirche hält ihre Templer an der kurzen Leine. Wir bekommen Lyrium zur Entwicklung unserer magischen Begabungen. Das heißt, wir werden süchtig. Und da die Kirche den Lyriumhandel mit den Zwergen kontrolliert? Nun, den Rest könnt ihr euch denken. Ah ja, also ein schönes Abhängigkeitsverhältnis, was die Kirche sich da aufgebaut hat. Ihr werdet also süchtig nach diesem Lyrium? Wie schrecklich, ich kann nicht glauben, dass sie so etwas tun. Ich schon, aber eine wirklich ausgezeichnete Methode der Kontrolle. Mhm. Glücklicherweise nicht. Man erhält es erst nach dem Ablegen der Gelübde. Zum Erlernen der Templerfähigkeiten ist Lyrium gar nicht notwendig. Es macht sie nur wirkungsvoller. So heißt es zumindest. Vielleicht stimmt nicht einmal das. Die Kirche lässt ihre Templer normalerweise auch nicht gehen. Sie könnten ja Geheimnisse verraten. Ich bin eine Ausnahme. Ich hatte Glück. Okay. Was benötigt ihr? Weil Duncan ihn wahrscheinlich rekrutiert hat. Könnt ihr andere zu Templern ausbilden? Vermutlich schon. Aber ich möchte es nicht. Als die oberste Klerikerin erlaubt hat, dass Duncan mich rekrutiert, musste ich schwören, niemals ein Geheimnis der Templer zu verraten. Ich würde diesen Schwur nur ungern brechen. Okay, vielleicht macht das später, wenn er uns etwas mehr respektiert oder mag, der gute Alistair. Ich glaube, dann kriegen wir auch Templer freigestaltet, wenn ich sie eh schon freigestaltet habe. Also gut, dann werde ich das respektieren. Haltet ihr die Sache nicht für wichtig? Und wenn ich euch den Befehl dazu erteilen will, sagen wir erstmal, wir respektieren das. Fragt mich später nochmal. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Immerhin verlangt ihr da nicht gerade eine Kleinigkeit. Da hat er auch wieder recht. Ja, plus eins bekommen. Was benötigt ihr? Nur zu? Das hatten wir schon. Erzählt mir von den Grauen Wächtern. Wie seid ihr ein grauer Wächter geworden? Ihr sagtet, diese Aoimen hat euch also aufgezogen. Unterhalten wir uns doch nochmal über die Grauen Wächter. In ihrem jetzigen Zustand? Genau, wo sind denn die anderen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Können wir nicht einfach Hilfe holen und dann, ja, die ganze dunkle Brut wegbashen? Gute Frage. In Orlais gibt es viele, aber wer weiß schon, wo genau sie zu finden sind. Die nächste orlesianische Stadt ist Wochen entfernt. Im Norden, jenseits des Meeres, liegen die freien Marschen. Da müsste es welche geben, aber ich weiß wiederum nicht, wo genau. Ich weiß eigentlich gar nichts über graue Wächter in anderen Ländern. Ja, man muss sich in Erinnerung rufen, der gute Alistair ist ja erst 6 Monate bei den Grauen Wächtern, also keine sehr lange Zeit, um wirklich den Durchblick zu haben, wo überall welche sind. Aber ich frage mich, ob da nicht alle Wächter zusammenkommen sollten, wenn eine große dunkle eine große Verderbnis ist. Auch von anderen Ländern, weil irgendwann, oder beschränkt sich die Verderbnis auf Ferelden? Ich wäre mir da nicht so sicher. Müssen wir den Orden wieder neu aufbauen? Ja, wahrscheinlich. Gibt es irgendwo ein Hauptquartier? Hier in Ferelden ist das unser Gelände in Denerim, beim Palast. Aber darüber hat Loghain jetzt die Kontrolle. Und er lässt es sicherlich auch beobachten. Daneben gibt es nur noch die Feste von Weißhaupt. Das ist das Hauptquartier aller Grauen Wächter von Anderfels. Es ist 1000 Meilen entfernt. Und ich weiß nicht mal, wie ich Kontakt aufnehmen könnte. Wenn wir also nicht nach Denerim zurück wollen, lautet die Antwort nein.
Es gibt keinen Ort, wo wir hin könnten. Ich glaube, ich habe den DLC davon. Ich habe einige DLCs ja gekauft. Neue, die ich noch nicht kenne. Und ich glaube, Underfells könnte eines davon sein. Es gibt auf jeden Fall eine Wächterfeste als DLC. Ob das die jetzt ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Das werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Was geschieht jetzt, wo es nur noch uns zwei gibt? Vermutlich werden sich die grauen Wächter außerhalb Ferreltons irgendwann fragen, was passiert ist. Und warum sie nichts mehr von Duncan hören. Sie werden jemanden schicken. Aber dem können Logans Leute in Denerim sonst was erzählen. Vielleicht schicken sie auch niemanden. Wir könnten sie kontaktieren, aber dazu müssten wir Ferelton verlassen. Und selbst wenn wir Erfolg hätten, wären wir niemals rechtzeitig zurück, um die Verderbnis noch aufzuhalten. Was immer also geschieht, es liegt an uns. Ist schon klar, dass wir selber hier nicht weg können oder dass das keine gute Idee wäre, aber können wir nicht irgendeinen Boten schicken? Das frage ich mich. Wir könnten auch irgendeinen Boten schicken. Wir könnten ihnen ja trotzdem Bescheid geben. Schadet ja nicht, aber gut. Müssen wir den Orden wieder neu aufbauen? Ich denke mal. Letztlich schon. Denn um neue graue Wächter zu haben, muss ja jemand den Beitritt durchführen, nicht wahr? Aber ich weiß nicht, wie es geht oder was man dafür braucht. Ich weiß nur, es hat mit Lyrium und Magie zu tun. Und die Vorbereitung ist sehr schwierig. Mehr nicht. Solange wir nicht mehr über den Beitritt wissen, sollten wir uns damit anfreunden, dass es im Moment nur uns beide gibt. Bis Hilfe von woanders eintrifft. Ich dachte, wir wissen alles über den Beitritt jetzt. Oder muss man das Blut noch irgendwie besonders vorbereiten? Anscheinend ist da noch mehr zu machen, als es den Anschein hat. Was würde geschehen, wenn wir einfach gingen? Einfach gingen? Ihr meint, weg aus Ferelden? Ich weiß es nicht. Wenn es einen Erzdämon gibt, müssten wir die einzigen sein, die ihn besiegen können. Die Verderbnis würde sich also ungehindert ausbreiten. Irgendwann würden graue Wächter in Orlais und anderen Ländern davon erfahren und herkommen, um sie zu bekämpfen. Aber für Ferelden wäre es dann zu spät. Unmöglich. Ich gehe hier nicht weg. Ja, war auch gar nicht ernst gemeint. Zumindest nicht über die grauen Wächter. Also gut. Hoffentlich haben wir uns nicht unbeliebt gemacht mit dieser Frage. Nur zu. Wie ist er denn ein grauer Wächter geworden? Genau wie ihr. Blut trinken, fast daran ersticken, ohnmächtig werden. Das habt ihr doch nicht schon vergessen, oder? Seid kein Idiot. Wenn ihr nicht antworten wollt, sagt es einfach. Ah, sehr witzig. Ich meinte davor. Also, davor war ich in der Kirche. Ich wurde viele Jahre lang zum Templer ausgebildet. Was ich kann, habe ich dort gelernt. Ihr macht nicht den Eindruck, besonders religiös zu sein. Ja, das stimmt allerdings. Aber vielleicht hatte er keine Wahl. Das hattet ihr schon früher erwähnt. Was sind das für Fähigkeiten? Das könnt ihr laut sagen. Ich musste in der Küche öfter die Töpfe scheuern, als ich zählen konnte. Und ich kann ziemlich weit zählen. Die oberste Klerikerin wollte mich nicht gehen lassen. Duncan musste mich deshalb einberufen. Sie wurde so zornig, ich dachte schon, sie lässt uns beide einsperren. Ich hatte Glück. Denkt ihr, Duncan hatte Mitleid mit euch? Ist das hier wirklich besser, als ein Templer zu sein? Warum wollte die oberste Klerikerin nicht, dass ihr geht? Ja, auch eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Sie hatte nicht gerade eine hohe Meinung von mir. Ich glaube, sie wollte den grauen Wächtern prinzipiell nichts geben. Die Kirche hat nicht viel verloren. Und ich bekämpfe ohnehin lieber selbst die Verderbnis, als irgendwo in einem Tempel herumzusitzen. Ich werde Duncan immer dafür dankbar sein, dass er mich rekrutiert hat. Ohne ihn wäre ich nie. Ich hätte nie. Oh. Fang nicht wieder an zu weinen, bitte. Er war ein guter Mann. Es tut mir leid. Ich hätte ihn nicht erwähnen sollen. Nee, wir sagen, er war ein guter Mann. Stimmt ja auch. Das war er. Ein guter Mann, der sein Schicksal nicht verdient hat. So viel steht fest. Kommt, gehen wir. Genug geredet. Was benötigt ihr? Nur zu? Grauen Wächtern, haben wir da noch was? In ihrem jetzigen Zustand?
Zumindest nicht über die grauen Wächter. Was okay. benötigt ihr? Das Thema ist also durch. Wozu? Genau, Al-Iman hat ihn ja aufgezogen. Da hat er mal was angemerkt. Sagte ich das? In Wahrheit waren es Hunde. Riesige, sabbernde Hunde aus Anderfels. Ein ganzes Rudel von ihnen. Deswegen verstehe er sich so gut mit Schaufler. Jetzt wird mir einiges klar. Soweit ich mich erinnere, habt ihr Flemeth etwas anderes erzählt. Das würde den Geruch erklären. Ich dachte, ihr wärt im Schoß der Kirche aufgewachsen. Wirklich? Die hatten es sicher nicht leicht mit euch. Das würde den Geruch erklären. Naja, ich habe erst mit 8 entdeckt, dass man sich nicht selber sauber lecken muss. Aber alte Gewohnheiten sind eben schwer abzulegen. Die dunkle Brut macht das auch, habe ich gehört. Ich dachte, das hätte euch die Kirche ausgetrieben. Uhu, sabbernde Hunde, verstehe. Das würde außerdem den Atem erklären. Die dunkle... Naja, sagen wir mal das hier. Oh, ihr habt mir schon wieder zugehört. Ich dachte, darüber wärt ihr hinweg. Ja, ich wuchs in der Kirche auf, aber dort hat es nicht begonnen. Mal sehen, wie erkläre ich das? Ich bin ein Bastard. Und spart euch die Sprüche, ich meine damit, ich habe keinen Vater. Meine Mutter war Dienerin auf Schloss Radcliffe und starb, als ich noch sehr klein war. Al-Iman war nicht mein Vater, aber er hat mich aufgenommen und mir ein Dach über dem Kopf gegeben. Er war gut zu mir, obwohl er es nicht musste. Ich respektiere ihn und verüble es ihm nicht, dass er mich in die Kirche schickte, sobald ich alt genug war. Warum hat er euch zur Kirche geschickt? Er war nicht euer Vater, dann wisst ihr also, wer es ist. Aber er gab dem damals die Schuld, richtig? Ja, warum hat er denn ihn in die Kirche geschickt? Al-Iman heiratete später eine junge Frau aus Orlais, was sein Verhältnis zum König trübte, so kurz nach dem Krieg. Aber er liebte sie. Jedenfalls verabscheute die neue Arlessa die Gerüchte, dass ich sein Bastard wäre. Sie waren falsch, aber sie kursierten. Dem Al war das egal. Aber ihr nicht. Also wurde ich mit 10 Jahren in das nächstgelegene Kloster gebracht. Auch gut. Die Alessa sorgte dafür, dass das Schloss nicht mehr mein Zuhause war. Sie verachtete mich. Ah, okay. Aber dass der Al da überhaupt nichts mitzureden hatte? Ihr hattet vermutlich mehr Glück als die meisten Weisen. War es nicht unziemlich für den Aal, eine Weise aufzunehmen? Wie kann man so etwas einem Kind nur antun? Das alles klingt für mich ziemlich nach Gejammer. Ja, war es nicht unziemlich? Vermutlich. Er tat es nur einer Frau zuliebe, die ihn bedient hatte. Es ist ja nicht so, dass ich dort Bettwäsche aus Seide gehabt hätte. Ich hatte ein Amulett mit dem heiligen Symbol von Andraste. Die einzige Erinnerung an meine Mutter. Als ich fortgeschickt wurde, war ich so wütend, dass ich es gegen die Wand schleuderte. Es zerbrach. Das war sehr dumm. Der Aal besuchte mich einige Male im Kloster, aber ich war stur. Es gefiel mir dort nicht und ich gab ihm die Schuld an allem. Irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Könnte das ein Hinweis auf ein Geschenk sein? Ich dachte, das wird aber schwierig mit Liliana, weil die ist ja auch, glaube ich, ziemlich, mag auch ziemlich Kirchenzeug. Obwohl er ja nicht mehr sehr religiös ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nur eine Anekdote, wer weiß. Und ihr glaubt, der Aal wird uns helfen. Ihr seid sicher, dass er nicht euer Vater ist? Ja, ziemlich sicher sogar. Ich sehe ihm auch gar nicht ähnlich, wie ihr feststellen werdet. Die Gerüchte gab es dennoch weiterhin. Ich weiß nur, dass der Aal ein guter Mann ist und dass das Volk ihn liebt. Außerdem war er König Kaelens Onkel. Er müsste ein Interesse daran haben, Loghain zu bestrafen. Wie auch immer, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Na gut, okay. Codex aktualisiert wahrscheinlich zu Alistair. Genau. Alles klar. Ich glaube, dann sind wir bei Alistair. Unterhalten wir uns ein anderes Mal weiter mit Alistair und dann ist dann Holyala. Hallo Liliana. Ja? Ich möchte mich erinnern. Ich finde, ihr solltet gehen. Nun, ich bin hier. Wie war das Leben im Kloster der Kirche?
Ihr wart eine reisende Bänklesänger, ihr kennt ja ein paar gute Geschichten. Ja, das geht wohl weiter. Fangen wir erstmal das Erste. Ruhig. Wirklich sehr geeignet zur Kontemplation. Im Kloster, abseits der Hektik und Unruhe der Stadt, habe ich Frieden gefunden. Und in dieser Stille konnte ich den Erbauer hören. Aber es war nicht perfekt. Einige meiner Kirchengeschwister waren ziemlich herablassend. Aber vermutlich sind religiöse Menschen einfach so. Ja, sie neigen zur Selbstherrlichkeit. Da ist was dran, ja. Darum mag ich sie auch nicht besonders herablassend wie das. Sagen wir mal das. Als ich über meine Überzeugung sprach, dass der Erbauer selbst in der Schönheit der Welt zutage tritt, erntete ich von ihnen nur Verachtung. Sie wollen glauben, dass er fort ist. Denn wenn sein Blick dann auf sie fällt, können sie sich mit Fug und Recht als Auserwählte bezeichnen. Er kann ja schließlich nicht alle lieben. Kranke und Schwache, Bettler und Narren. Ich möchte ohnehin nicht, dass der Erbauer mich beobachtet. Was sagtet ihr ihnen darauf hin? Eure Ideen liegen mir mehr als die der Kirche. Aber ihr müsst den Segen des Bauers verdienen. Oh ja, deine Ideen gefallen mir besser. Danke. Vielleicht irre ich mich, aber der Erbauer entscheidet, ob ich seiner würdig bin. Nicht die Menschen, nicht die Kirche. Aber auf uns wartet Arbeit und ich habe erstmal genug geredet. Was, so schnell schon genug geredet? Okay, das ging schnell. Ja? Nun, ich bin hier. Natürlich. Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Als hätten wir etwas über die dunkle Brut. Kennt ihr irgendwelche Geschichten aus Orlais? Legenden aus Ferelden? Eine andere Geschichte? Was gibt's denn über die dunkle Brut? Die Kirche sagt, der Hochmut der Menschen habe die dunkle Brut hervorgebracht. Vor langer Zeit herrschten die Magier des Reiches von Tevinter über einen Großteil der uns bekannten Welt. In ihrem Hochmut hielten sie ihre Magie für unüberwindlich und stellten sich sogar über den Erbauer selbst. Also überfielen sie seine goldene Stadt, um selbst darin zu leben und ihren eigenen Schöpfer abzusetzen. Doch sie waren unrein und voller Sünde. Und mit dieser Sünde befleckten sie die goldene Stadt, die dadurch auf ewig verdorben wurde. Der Erbauer verfluchte sie und verbannte sie aus seinen Augen. Wo immer sie dann hinging, verbreiteten sie die Verderbtheit ihrer Sünden. Jedes Land, das sie berührten, wurde verderbt und brachte kein Leben mehr hervor. Stattdessen erhob sich die dunkle Brut, um uns zu quälen und uns an unseren Hochmut zu erinnern. Jep, das ist die mystische Geschichte der Kirche. Mit irgendwem habe ich mich auch darüber unterhalten, dass das eher nicht so wörtlich zu nehmen ist. Also eher als Metapher. Was? Vielleicht Win? Ich bin mir nicht sicher. In Ostagar? Kann mich gerade nicht dran erinnern. Kennt ihr irgendwelche Geschichten aus Orlais? Ich dachte, wir könnten noch ein paar Fragen dazu stellen, aber anscheinend nicht. Natürlich. Orlesianer erzählen gern Geschichten. Ich erzähle euch meine Lieblingsgeschichte über Aveline, die Ritterin von Orlais. Das klingt interessant. Vor langer Zeit wurde einem Bauern eine Tochter geboren. Er hatte aber auf einen Sohn gehofft und wies seine Frau an, das Kind im Wald auszusetzen. Bevor die Kälte das Baby hinwegraffte, wurde es von einem Stamm Dälisch-Elfen gefunden, der sich des kleinen Schreihalses annahm und als einen der ihren aufzog. Aveline, so wurde sie genannt, wurde unter Anleitung der Elfen stark und schnell und gewitzt. Sie schwang das Schwert so gut wie jeder Mann, konnte einen Hirsch auf 100 Schritt mit dem Pfeil erlegen und war auf dem Pferderücken ebenso gewandt wie zu Fuß. Das habe ich geahnt. Vielleicht könnten wir das dann auch nochmal weiterfallen, ja? Nee, weiter. Avelines Dälisch-Lehrmeister erkannten, dass sie jeden Chevalier aus Orlais im Kampf mit Leichtigkeit schlagen konnte und wollten den grausamen Menschen das Kind zeigen, das sie zum Sterben ausgesetzt hatten. Sie gaben ihr ein gutes Pferd und eine Rüstung und schickten sie zum großen Tournai, um sich zu beweisen. In jenen Tagen durfte keine Frau Waffen tragen und schon gar nicht beim großen Tournai antreten. Aveline behielt ihren Helm auf und wurde nicht entdeckt. Ach,
Hat sie das Turnier gewonnen? Ja, Plot-Twist. Aveline gewann zahlreiche Kämpfe und wurde zum Liebling der Zuschauer. Schließlich musste sie im Finale gegen den Ritter Kaleva antreten. Aveline hatte ihn bereits beim Lanzenstechen besiegt und Kaleva wollte keinesfalls ein zweites Mal verlieren. Aus Verzweiflung und um seine Ehre zu retten, stellte Kaleva Aveline ein Bein und stieß sie zu Boden, wobei sie ihren Helm verlor. In der Arena herrschte betretenes Schweigen. Kaleva erklärte die vorangegangenen Kämpfe für ungültig. Eine Frau hatte teilgenommen und das war nicht erlaubt. Aber die Zuschauer bejubelten Aveline. Kaleva wurde fuchsteufelswild, hatte er doch gegen eine Frau verloren und musste nun die Schande ertragen. Blind vor Zorn zwang er Aveline auf die Knie. Auf deinen Platz, Weib, schrie er und schlitzte ihr die Kehle auf. Und trauriges Ende, das ist schrecklich. Ich hatte aber ein gutes Ende gehofft, ja, irgendwie schon. Der Sohn des Königs, Prinz Freian, war ebenfalls anwesend. Er erkannte Avelines Können und ihren Mut und befand, dass die Frauen in seinem Land ungerecht behandelt wurden. Als er König wurde, änderte er die Gesetze von Orlais. Auch Frauen konnten nun Chevalier werden. Um Aveline zu ehren, erhob er sie posthum in den Ritterstand. Und bis heute verehrt jede Frau, die zur Ritterin erhoben wird, Aveline die Tapfere. Denn sie ist die Schutzpatronin aller weiblichen Chevaliers. Coole Geschichte, wenn die auch so stattgefunden haben. Aber klingt auf jeden Fall besser als die dunkle Brut-Geschichte. Oder realer, sagen wir es mal so. Erzählt mir das über die dunkle Brut. Kennt ihr auch Legenden aus Ferelden? Eine hat mir meine Mutter mal vor langer Zeit erzählt. Ich fand sie sehr gruselig. Habt ihr schon einmal von Flemmis gehört? Nein, noch nie. Vielleicht willst du sie ja Morrigan auch mal erzählen. Ja, ich habe von Flemme. Morrigans Mutter hieß Flemme. Lassen wir die Flemme-Bombe platzen. Ja, ich bin gespannt, was sie dazu sagen würde. Ich habe eine Flemme getroffen in der Konkari-Wildnis. Seid ihr sicher? Mhm. War es die Flemmis aus der Legende? Flemmis, die Menschenfresserin? Flemmis, die Mutter aller Hexen? Flemmis, die von Dämonen berührte, die im Nebel haust? Eher weniger, aber sie hatte definitiv etwas Mystisches an sich. Warum ist das wichtig? So hat sie sich nicht vorgestellt. Sie sah aus wie eine ganz normale alte Frau. Es ist vermutlich nur eine Namensgleichheit. Ah, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Da ist schon irgendwas dran. Ja, so hat sie sich nicht vorgestellt. Die Mütter Fereldens machen ihren Töchtern mit Geschichten über Flemmis Angst. Wer ungezogen ist, so heißt es, wird von Flemmis geholt und muss für immer bei ihr bleiben. Angeblich trauert Flemmis auch ihrer verlorenen Schönheit nach und stiehlt sie anderen durch den Spiegel. Flemmis war immer schön. Erzähl mir die ganze Geschichte. Flemmis Schönheit war im ganzen Land bekannt. Haar wie im Lichte einer mondlosen Nacht, Haut so blass wie der erste Winterschnee und Augen so klar und grenzenlos wie das Meer. Als sie im heiratsfähigen Alter war, fiel sie Konobar auf, dem Herrn von High Ever, und er nahm sie zur Frau. Konobar erkannte bald, dass seine junge Braut Magie begabt war. Er hielt es geheim, aus Angst, man würde sie ihm wegnehmen. Flemmis blieb einige Jahre bei Konobar und mit seiner Zustimmung betrieb sie ihre Kunst. Eines Tages kam ein junger Dichter namens Osen in die Burg. Flemmis war von seiner Stimme hingerissen und sie verliebten sich ineinander. Ja, das ist eher die offizielle Geschichte, haben wir schon gelernt. Oder soweit hat uns das Morrigan auf jeden Fall gesagt, dass da nicht so viel Wahres dran ist oder dass es doch etwas anders war. Oh, jetzt wird's spannend. Ich glaube, für den Rest der Geschichte haben wir jetzt keine Zeit mehr. Nee, wir haben Zeit. Flemmis wollte bei ihrer wahren Liebe sein und sie floh mit Osen aus Konobas Ländereien und suchte Zuflucht bei den Stämmen der Chasend in der Korkari-Wildnis.
Dort lebten sie einige Jahre glücklich miteinander, bis Flemmis erfuhr, dass Konoba im Sterben lag und sie ihn noch ein letztes Mal sehen wollte. Flemmis Herz war voller Mitgefühl für ihren früheren Gemahl und sie bat Osen, mit ihr zu Konoba zurückzukehren. Aber als Flemmis und Osen High Ever betraten, wurden sie von Konobas Leuten gefangen genommen. Sie töteten Osen vor Flemmis Augen. Flemmis wurde im höchsten Turm der Burg eingesperrt, um dort auf Konobas Urteil zu warten. Verbittert über den Verlust ihres Geliebten, plante Flemmis Rache an ihrem Gatten zu üben. Sie beschwor einen Dämon aus dem Nichts, der sich gegen Konoba wenden sollte, aber ihr Zauber schlug fehl. Der Dämon nahm von Flemmis Besitz und machte eine Abscheulichkeit aus ihr. Die Hallen der Burg waren voller Blut, als Flemmis Konoba und all seine Männer dahinraffte. Der letzte Rest von Flemmis Menschlichkeit schwand, und im Morgengrauen ging sie zurück in die Wildnis, um 100 Jahre lang ihre weiteren Pläne zu schmieden. Es heißt, sie hätte sich viele Männer der Chasen genommen und mit ihnen Hexentöchter gezeugt, die noch heute die Schatten der Korkari-Wildnis durchstreifen. Das wird Morrigan lieben, diese Geschichte. Da bin ich mir sicher. Was haben wir noch mal? Erzähl mir noch mal etwas über Aveline. Noch mal was? Warte mal kurz. Vielleicht erzählst du ja eine andere Geschichte. Vor langer Zeit wurde einem Bauern eine... Ach nein, bevor nicht. Aveline, sie schwang das Schwert so gut wie jeder Mann. Konnte einen Hirsch auf Hut... Schön, ich erzähle euch die Geschichte irgendwann einmal, wenn ihr es wünscht. Da war noch eine Geschichte, die ich hören wollte. Welche? Wisst ihr etwas über die Dalish? Oh ja. Wisst ihr etwas über Andraste? Wir wissen eigentlich nichts anderes, dass es irgendwo eine Asche von ihr gibt und dass sie die Prophetin des Erbauers war. Also was gibt's denn über Andraste so zu hören? Andraste war die Auserwählte des Erbauers. Der Erbauer hatte die Welt schon lange verlassen, als ihr Gesang seine Aufmerksamkeit erregte. Ihre Schönheit, Anmut und Weisheit verzückten ihn und er bot ihr an, sie aus dieser Welt voller Makel zu holen, auf dass sie seine göttliche Braut werde. Aber Andraste hatte einen weltlichen Gatten, den sie nicht verlassen wollte. Stattdessen bat sie den Erbauer, zu seinem Volk zurückzukehren. Ihre Bitte war so ehrlich, dass sie den Erbauer rührte und er versprach, ein Paradies auf Erden zu schaffen, sobald alle ihren falschen Göttern abschwörten und sich wieder ihm zuwandten. Und deshalb begann Andraste ihren erhabenen Marsch gegen die Götzendiener des Reiches von Tevinter. Der Erbauer verlieh ihr sogar seine Kräfte, auf dass sie ihre Feinde zerschmettere. Andraste zwang das Reich in die Knie und ihre Siege brachten viele dazu, den Erbauer anzubeten. Tevinter mögen sie nicht. So gern die Kirche zumindest. Die Götzen von Tevinter, die Magier von Tevinter sind schuld an der dunklen Brut. Wisst ihr etwas über die Dalish? Wie ist Andraste gestorben? Nun, es waren menschliche Schwächen, denen Andraste schließlich zum Opfer fiel. Ihr weltlicher Gemahl Maferat, selbst ein Häuptling der Stämme der Alamari, wurde neidisch, als Beliebtheit und Einfluss seiner Gattin ihn selbst überschatteten. Zudem wurde sie als Zukünftige des Erbauers verehrt und Maferat sah die Bedeutung seines Bundes mit ihr schwinden, denn Andraste wendete sich immer mehr dem Erbauer zu. Aus Neid und Missgunst schloss Maferat einen Pakt mit dem Archon Hessarian aus Tevinter, damit dieser seine geliebte Andraste überfallen und gefangen nehmen konnte. Andraste wurde verbannt auf einem Scheiterhaufen in Minratus, der Hauptstadt von Tevinter. Aber Tevinter hat doch eine Kirche, oder nicht? Warum hat der Erbauer sie nicht einfach gerettet? Ich habe genug gehört. Die Kirche von Tevinter behauptet, dass Hessarians Herz in Andrastes letzten Momenten weich geworden sei und die Stimme des Erbauers habe ihm gesagt, ihr Leiden zu beenden. Er stieß ihr sein Schwert ins Herz und als ihr Blut über seine Hände floss, ward er geläutert und wurde einer der Frommen. Andersdenkende behaupten, der Archon sei nur deshalb konvertiert, weil er Andrastes Kult nicht aufzuhalten vermochte und sonst seine Macht verloren hätte. Wir werden es niemals wirklich wissen. Das zweite klingt wesentlich realistischer, aber es muss ja nicht heißen, dass es stimmt. Wisst ihr irgendwas über die Dalish?
Ich habe davon gehört, wie die Elfen ihre Freiheit vom Reich von Tevinter errungen haben. Als Andraste ihren erhabenen Marsch gegen das Reich begann, schlossen sich die Elfen an, um gegen ihre Herren zu kämpfen. Der große Elfenanführer Shartan, in Gefangenschaft aufgewachsen, stand an der Spitze seines Volkes, auf eine Zukunft hoffend, in der die Elfen frei wären. Shartan fiel, nachdem Andraste verraten worden war, aber die Elfen kämpften weiter und erlangten schließlich ihre Freiheit. Die Elfen beanspruchten die Dales im Süden für sich, siedelten dort und hatten damit ein eigenes Land. Es hatte keinen Bestand. Ich glaube ja, weil die Dalish-Elfen ziehen, glaube ich, eher umher, als dass sie da wirklich fest siedeln. Die Elfen lebten jahrhundertelang in den Dales. Sie beteten wieder ihre alten elfischen Götter an und untersagten den Bau von Kirchen. Das verärgerte die Kirche und schließlich mündete die Feindschaft zwischen beiden Parteien in einen Krieg. Die Kirche behauptet, die Elfen hätten zuerst angegriffen, aber ich bin nicht sicher, ob ich das glauben soll. Die Kirche blies zu einem heiligen, erhabenen Marsch gegen die Elfen, benannt nach Andrastes Vorrücken gegen Tevinter. Bei dem erhabenen Marsch gegen die Dales wurden die Elfenstädte erobert und ihr ganzer Staat wurde aufgelöst. Einige Elfen akzeptierten niedergeschlagen ihr Schicksal, unterwarfen sich der Herrschaft der Menschen und lebten als Bürger zweiter Klasse in ihren Städten. Aber andere, zornig und stolz auf ihre Geschichte, beugten sich den Menschen nicht und wurden heimatlose Nomaden. Sie waren die Elfen aus den Dales, die Dalish. Das ist eine coole Geschichte. Andrastes Tod. Ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich alles gefragt, glaube ich, was wir sie fragen können. Also die Dalish-Elfen gefallen mir auf jeden Fall besser als die Stadtelfen. Liliana stimmt zu. Plus 5, yay. Darauf ein Stück Käse. Genau, Schaufler, du sagst es. Apropos. Ja, na komm. Wer ist denn guter Hund? So, dann glaube ich, können wir weiterziehen. Aber erst schaue ich nochmal zu. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem... Jep, jep, an meinem Rabatt. Wie hoch der auch ausfallen wird, wir wissen es eigentlich nicht. Vielleicht nur ein Kupfer. Die Bücher sind teuer. Ich wollte nochmal kurz schauen, was wir denn so kaufen können. Vielleicht könnt ihr mir auch etwas empfehlen. Haut des Verschwörers. Die könnten wir tragen. Der wäre sogar nicht mal so schlecht. Leichter Helm. Wir haben jetzt, glaube ich, eh einen schweren Helm auf. Helm der Tiefe, ja. Schwerer Helm. Geisterhände. Hat schon gutes Zeug. Mir geht es jetzt um die Geschenke. Ich habe ja mal nachgeschaut. Goldene Seilhalskette. Schon wieder eine. Nehmen wir die auch noch mit? Ich glaube nämlich nicht, dass das eine... Stöckchen, das müssten die ganzen graue Wächterhandpuppe. Ach ja, da sind eh, jetzt sehe ich es erst, da steht überall null Kupfer dahinter. Das sind die ganzen Festtagsstreiche und Geschenke. Da die aber das System, dieses Dingsystem sehr durcheinander bringen können, glaube ich, werde ich das extra machen. Entweder am Ende mal oder mal zwischendrin eine Folge, wo ich speichere und dann wieder lade. Weil ich will ehrlich gesagt mit dem ganzen Sympathiesystem meiner Begleiter nicht gerade rumwursteln. Keuschheitsgürtel. Krückstock der Katzendame. Auf jeden Fall interessante Sachen dabei. Hässliche Stiefel. Schutzkragen. Oh, das ist für unseren Hund der Arme. Also wie gesagt, da gibt es vielleicht mehr Extra-Folgen mit diesen Geschenken. Ich hoffe, das spielt sich alles im Lager ab und man muss sie nicht so viel mit nach draußen nehmen. Da könnte ich noch... Informiere ich vielleicht, mich vielleicht nochmal. Und dann gibt es diese Sonderfolgen. Zuckerkuchen, okay. Ich glaube, das gehört auch mit dazu. Genau wie verfaulte Zwiebeln. Unzerstörbare Taube. Ich glaube, diese ganzen Sachen, die gehören zu den... Streichen und so. Auch der Zuckerkuchen. Obwohl die was kosten hier. Verfaulte Zwiebel, okay. Ich glaube, die gehören auch mit dazu. Die Zwiebel auf jeden Fall.
Sonst hat der Gute ja, glaube ich, keine Geschenke. Blutrang, Plattenstiefel. Ja, ich will die, glaube ich, Stan geben, die Rüstung hier, die Blutdrachenrüstung. Ein paar Teile haben wir schon, die anderen müssen wir uns noch kaufen. Und dann, glaube ich, passt es auch. Mehr will ich jetzt gerade auch nicht verkaufen. Bergans Bogen, den Gedächtnisring, da habe ich noch nicht nachgeschaut. Falls es jemand sieht und mir in die Kommentare schreiben will, was der Gedächtnisring macht, nur zu. Ich wäre sehr dankbar. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, Freunde. Und in der nächsten Folge werden wir nach Redcliffe gehen oder wo es uns so hin verschlägt. Mal schauen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und macht's gut und bis dann. Ciao.